euch hier heute mit dabei zu haben in München jetzt auf eure Tour. Fangen wir gleich mal an. Ja, ihr habt jetzt vor noch nicht einmal zwei Wochen euer neues Studioalbum rausgebracht namens Schlaflos. Dafür ging es erneut wieder in die USA. Uns würde interessieren, warum der weite Weg und vielleicht auch ein bisschen dazu, wie es zum Titel auch kam. Das ist ein Riesenthemengebiet, oder? Fangen wir mal an. Sollen wir mit dem Produzenten anfangen? Ja. Also mit unserem Produzenten Chris Palami ist es folgendermaßen. Wir waren ja schon für das letzte Studioalbum waren wir ja auch schon in New Jersey. Und wir haben davor, also uns waren Ländergrenzen da egal. Wir haben einfach einen Typen gesucht, der uns den Sound macht, den wir im Kopf haben. Mhm. Haben so ein bisschen gesucht nach Bands, die uns gefallen und haben dann da so den Chris Badami gefunden, haben uns dann mit dem getroffen und so eine Vorproduktion gemacht, die so, weiß ich gar nicht, 5 Tage gedauert hat oder so und haben da festgestellt, dass wir uns einfach super verstehen. Da in diesen 5 Tagen sind schon wahnsinnig viele Songs in der Vorproduktion entstanden und es war einfach, die Chemie hat gestimmt und auch als wir dann da hingefahren sind, also die Arbeitsweise war super, das ganze Team, das Haus da, wo wir aufgenommen haben, war super schnucklig und es hat einfach geklappt und dann haben wir uns bei diesem Mal gedacht, never change a winning team und sind dann nochmal hingefahren, weil einfach jetzt noch mehr klar war, wie das alles läuft. Wir brauchten uns nicht mehr drauf einstellen. Es war einfach ja, eine einfache Vorgehensweise für uns. Und du jetzt zum Albumtitel, oder? Okay. Schlaflos heißt das Album, genau. Das ist so, dass wir sind jetzt nicht so die Band, die sich gut vorbereitet und dann schon von vornherein weiß, wie das Album am Ende, worum es da geht. Und dann war es eher so, dass wir die ganzen Songs zusammen hatten und dann war alles im Kasten und dann dachten wir, okay. Wir brauchen noch ein Album. Genau, Mist. Erstmal. Und wir haben uns dann mal angeschaut, worum geht es denn eigentlich in den Songs. Und dann ist uns aufgefallen, dass es schon eigentlich in allen Songs um Schlaflosigkeit geht. Ja, teilweise also die negative Schlaflosigkeit, wenn man so im Bett liegt und nicht schlafen kann, aber auch halt die positive Schlaflosigkeit, wenn man nicht schlafen will und mit seinen Freunden in die Häuser zieht und die Nacht zum Tag macht und ja, die ganzen Facetten der Schlaflosigkeit finden sich auf dem Album wieder, deswegen war es dann der logischste Titel. Und erst war uns das aber so ein bisschen zu negativ, immer schlaflos, also lustigerweise war der Song Schlaflos der erste, der für das Album entstanden ist. Ja, und das Schlaflos, weil ganz oft, wenn man das Wort hört, assoziiert man das ja eigentlich mit im Bett liegen und nicht schlafen können. Das ist alles ein bisschen negativ. Und dann hatten wir in New York dann ein Fotoshooting, wo diese ganzen Fotos bei rumgekommen sind, die jetzt auch auf dem Cover sind und im Booklet drin und so. Und das war ein super Fotoshooting und zeigt halt irgendwie so genau die positive Seite des Schlaflossein. Und deswegen hat das dann alles ganz gut zusammengepasst. Ja, bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei Schlaflos. Ihr habt ja gesagt, dass es speziell ein Album für euch und eure Fans auch eben ist. Was würdet ihr denn sagen, so was ist jetzt speziell? Ja, natürlich, eigentlich, klar. Also ihr seid ja, ja. Neue Leute zu erreichen, das war es ja in dem Fall nicht. Wann haben wir denn mal versucht, neue Leute zu erreichen? Ich erinnere dich an, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber stell ruhig deine Frage. Nee, Schatz. Passt auf jeden Fall. Nö, ich meine, also vor allem auch, weil ihr habt natürlich immer schon die Nähe zu euren Fans auch gehabt, aber macht euer Ding natürlich auch. Aber was würdet ihr jetzt sagen, vielleicht ist nochmal das Spezielle dabei, dass ihr sagt, das genau ist jetzt wirklich so die Verbindung, dass ihr sagt, ihr habt vielleicht auch was Neues mit reingebracht dann. Ja, uns ging es bei dem Album ganz hauptsächlich darum, dass wir so klingen, wie wir klingen. Und das ist, dass man sich eigentlich schon, wenn man das Album anhört, schon direkt vorstellen kann, wie das Ganze dann beim Konzert läuft. Weil wir sind einfach eine Live-Band und wir spielen gerne live und ja, auch, das ist auch so der Hauptanteil unseres Jobs, rumzutun und Konzerte zu spielen. Und deswegen wäre es, früher war es halt auch ein bisschen so, da hat man das Album angehört, dann hat man uns live gesehen, das waren zwei verschiedene Sachen und diese Lücke halt zu schließen und zu sagen, ey, nee, das ist Jennifer Rostock und wenn da Jennifer Rostock draufsteht, dann ist da auch Jennifer Rostock drinne und dann soll es auch so sein, wie es halt sein soll. Darum ging es uns. Ihr habt das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr sozusagen für euch ausgefeilt habt, wie ihr klingen wollt auch. Also könnt ihr das noch spezieller sagen? Also was, wie darf Jennifer Rostock klingen und wo hört es dann wirklich auf? Wo ist die Grenze? Haben wir eine Grenze? Nee, es gibt eine Grenze, wo es dann halt so in Blasinstrumente abgleitet. Sowas wird, glaube ich, nie passieren. Oder dass wir jetzt Fusion Jazz machen. Ich glaube, es gibt aber keine wirklichen Grenzen, weil wir alle individuell so verschiedene Sachen hören. Das ist halt, also die Möglichkeiten sind da noch nicht ausgeschöpft, wo man da irgendwie noch drin rumgraben kann.
wenn ihr auch gerade sagt, ihr seid so auch so ein bisschen unterschiedlich, kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf die Touren. Was ist denn das Besondere mit den Touren? Mit den Jungs auf Tour. Ja, ist natürlich klasse, als Frau, ne? So mit den Jungs. Lieber, du das jetzt? Nee, ne? Nein, du bist ein bisschen neidisch. Nee, ihr habt ja auch mal gesagt, von wegen, dass es auf Tour sein ist, so wie eine Klassenfahrt, aber halt ohne Aufpasser. Was würdet ihr denn sagen, Ude? Was ist so das Besondere daran? Oder habt ihr irgend so ein Ereignis, wo ihr sagt, so wow, das war wirklich genial? Ja, eigentlich ist es so ein bisschen die Mischung aus Klassenfahrt und Familienurlaub. So, weil wir, weil es schon so eine Tourfamilie ist, so wir zu fünft, aber auch dann sozusagen mit der Crew, die wir ja auch ja eigentlich nur live sehen, also wenn wir Konzerte spielen sehen. Ja. Und das ist halt dann schon eine besondere Verbindung, weil man verbringt einfach dann Wochen zusammen auf engstem Raum in so einem kleinen Bus und schläft da irgendwie so in seinen Sardinenschälchen nebeneinander und Ich auch liebevoll gerne Sarg. Sarg, genau. Und verbringt die Abende zusammen, die Tage und ja, deswegen ist es einfach so eine ganz spezielle Verbindung, die wir da auch alle zusammen haben und das, darauf freut man sich dann jedes Mal, wenn es wieder auf Tour geht. Ja, aber es gibt so viele einzelne Erlebnisse, wo man das festmachen kann, weil einfach so viel passiert und ich meine, was in den letzten 3 Tagen schon wieder für bescheuerte Sachen passiert sind. Ja, das hat sowas in die Richtung auch nur anders. Zum Beispiel? Gestern wart ihr weg und dann... Gestern hatten einen freien Tag und dann haben wir halt, waren wir in München unterwegs, der Christoph und ich, mit Freunden. Mhm. Und frag nicht wie, aber am Ende landeten wir in einer schwulen Bar, wo uns der Barkeeper, der hat ohne Punkt und Komma geredet. 2 Stunden umabkippen. Aber also durchgängig, man konnte gar nicht, wir wollten schon zwischendurch mal Getränke bestellen, aber es ging nicht. Und neben uns am Tresen wurde dann schon fleißig gevögelt. War ein bisschen absurd, aber eigentlich nach unserem Geschmack. Also ein bisschen verrückt, ne? Wenn wir im Taxi nach Hause fahren, dann saß auf einmal irgendeine Frau, die wir nicht kannten, mit im Taxi drin, die vollkommen auf Drogen war und dann irgendwie noch irgendwie dringend einen von uns abschleppen wollte und wir beide so, nee, wir sind schwul, wir wollen, nee. Das zieht immer, ne? Und dann ist sie aber trotzdem noch mit zum Hotel gefahren, ist dann der Taxifahrer, dann wollte der Taxifahrer sie abschleppen. So, ja, ey, ich bin aber Single hier und bin auch hetero. Und dann ist sie mit dem Taxifahrer wieder abgedüst. Das ist ein... Ach du meine Güte. 3 Tage Tour und schon alle Geschichten. Was soll jetzt noch passieren? Grandios. München von der besten Seite kennengelernt. München von unten kennenlernen, wie du das noch ganz so gesagt hast. Ja, vielleicht noch ein bisschen ernsthafter auch. Ihr habt ja mit eurer ersten Single-Auskopplung einen Schmerz und eine Kehle. Es mutet ja schon so ein bisschen gesellschaftskritisch auch an. Was würdet ihr jetzt sagen, welche persönliche Bedeutung hat das für euch eben auch? Das hat für uns auf jeden Fall eine große Bedeutung, weil das Thema Toleranz für uns ein sehr wichtiges ist, weil es einfach für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass man, dass jeder das tun kann, was er möchte, solange dabei niemand anderes wehtut. Und dass es halt für uns so selbstverständlich ist, aber für viele andere Menschen halt nicht so selbstverständlich ist, diese Diskrepanz, die regt einen halt immer wieder auf, diese Engstirnigkeit und Intoleranz und das, diese Wut bricht da in diesem Song aus. Deswegen ist es ja ein Song, der für uns sehr wichtig ist und es war auch von Anfang an klar, dass wir den irgendwie als Single rausbringen wollen, auch als erste Single rausbringen wollen und da sind wir auch ganz froh, dass dann auch alle anderen, also auch vom Management und von der Plattenfirma auch dann direkt dahinter standen und gesagt haben, ja, auf jeden Fall, das machen wir. Das Einzige, was wir ja haben, ist ja so das Medium Musik und wir haben halt auch so Dinge zu sagen, wir haben Sachen, die uns wütend machen und oder traurig machen oder auch glücklich und das wollen wir natürlich auch dann alles sagen und das mitgeben. Das ist halt, wenn wir Leute damit, ich meine, wir sind nicht in der Politik und wir können halt nicht so viel bewegen, sag ich jetzt mal, wie die Leute, die da sitzen, aber ja, wir haben unsere Texte und wir können darauf aufmerksam machen und wenn Leute in Kommentaren auf Facebook, auf YouTube oder sonst wo drüber diskutieren, was da passiert, dann haben wir eigentlich schon sehr viel erreicht. Ich meine, Kunst an sich ist ja eh schon so die Möglichkeit, was auszusprechen, was vielleicht auch gerade politisch dann verboten wird in der Art. Einfach die Freiheit der Musik, dass man sagt, also insgesamt auch mit der Kunst, speziell klar bei euch mit der Musik, dass man sagt, man hat wirklich die Freiheit auch. Also jetzt nicht unbedingt nur das Politische, sondern was würdet ihr sagen, wohin seht ihr auch diese Freiheit so, der Musik auch insgesamt? Das ist einfach so eine Ausdrucksform, die ist halt, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, leben ohne selber Musik zu machen, ohne selber Songs zu schreiben, weil das einfach so ein Ventil ist, um Sachen rauszulassen, so wie vielleicht andere Leute vielleicht Tagebuch schreiben oder so. Das ist einfach, man kann aus allen Sachen, die man irgendwie erlebt, die man, auch die negativen Erlebnisse, kann man irgendwie verarbeiten und kann so halt dann doch noch so was Positives irgendwie mitnehmen davon. Also,
wenn halt irgendwas Trauriges passiert in deinem Leben und dann schreibst du irgendwie einen traurigen Song darüber, dann hat das auch irgendwie am Ende noch was Positives. Ja. So. Es verbindet dich damit und du wirst dich immer daran erinnern, dass du das genau in dieser Situation geschrieben hast und hast das somit so ein bisschen verarbeitet, oder? Ja. Schon so. So wie wenn ich mich tätowiere, quasi. Ja, genau, so wie wenn ich mich tätowiere, quasi. Wenn ich meine Instagram-Selfies mache. Super. Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Ihr seid ja heute Abend in München, seid jetzt auf eurer Tour, aber vielleicht könnt ihr uns auch schon was verraten zu 2014. Wie geht's weiter? Gibt's irgendwelche Ausblicke, die ihr uns schon verraten könnt? So viel gibt's da gar nicht zu verraten. Wir sind ziemlich viel auf Tour auf jeden Fall. Ja, natürlich jetzt gerade die Tour, dann kommen die ganzen Festivals und dann werden wir Oktober, November wahrscheinlich nochmal auf und noch eine Tour gehen. Also ziemlich viel spielen ja. Dieses Jahr und ja. Platte rausgebracht und ja, ich glaube, das war's auch. Vielleicht auch erstmal in Urlaub gehen? Nee, ich glaube, das schaffen wir dieses Jahr nicht, weil nach der zweiten Tour ist ja auch schon wieder Weihnachten und dann ist das Jahr vorbei, ne? Ja. Soweit, vielen Dank euch. Danke. Und dann viel Spaß beim Konzert heute Abend. Ja, ich auch. Danke. Ja.